Brüder und Schwestern in Christus. Wie schon eingangs erwähnt, heute ist es ein bewegender Sonntag. Für mich persönlich noch mehr, weil wir am Vormittag die Erstkommunion gefeiert haben. Deswegen ist die Kirche ein bisschen mehr geschmückt als sonst. Und in Rom versammelten sich unzählige, um die Heiligsprechung von den zwei heiligen Päpsten zu erleben. Und ja, also im Fernsehen laufen ständig Dokus über die beiden, vor allem über den Johannes Paul II. Ich muss sagen, ich war nie so ein großer Fan von ihm, aber ich habe ihn sehr schätzen gelernt am Ende seines Lebens. Ich bin ja nicht so alt, dass ich alles erleben durfte, was sein Pontifikat ausgemacht hat. Aber die letzten Jahre waren in seinem Leben von einem sehr großen Leiden geprägt. Und wie er das getragen hat, war für mich erstaunlich. Also heute habe ich kurz den Fernseher eingeschaltet und da gab es Berichte von Kindern, von Menschen, die krank waren, die ihm begegnet sind, und die haben immer wieder gesagt, eines, was sie bei ihm gespürt haben, das war ein alter Mann. Der konnte nicht mehr richtig stehen, nicht mehr richtig reden. Ja, ein bisschen armselig. Aber eines, was er hatte, den Blick für den anderen Menschen, und der konnte immer Trost spenden. Und das ist etwas Großartiges. Auch wenn du denkst, nichts Außergewöhnliches. Wenn man Parkinson hat, wenn man schwer krank ist, wenn man nicht der Herr seiner selbst sein kann in manchen Situationen, dann jemanden Trost zu spenden, das ist wahre Größe. Und ich erzähle es nicht nur aus dem Grund, weil der heute heilig gesprochen wurde, sondern weil es etwas mit dem heutigen Evangelium zu tun hat, mit dem Thomas. Wenn man heute auf die Jünger schaut, Jesus kommt zu ihnen zweimal. Das erste Mal sind sie ohne Thomas, er sagt ihnen, Friede sei mit euch, ja, da freuen sie sich, dass sie ihn sehen, ja, er ist ja gestorben und doch lebt er. Freude ist groß, sagt Jesus noch einmal, Friede sei mit euch. Und dann haucht er sie an, gibt ihnen den Heiligen Geist und einen Auftrag über die Vergebung der Sünden. Und doch passiert dann nichts bei den Jüngern. Es passiert nichts. Thomas war nicht dabei und wie ihm die Jünger berichten, die haben den Herrn gesehen, ich glaub's euch nicht, ich muss es selber sehen. Und was macht Jesus? Das ist das Erstaunliche, was mich an den Johannes Paul II. Erinnert. Jesus macht sich die Mühe und kommt zu den Jüngern noch einmal. Er lässt sich nicht verwirren von dem, dass sie vielleicht nicht gleich nachfolgen, nicht gleich den Glauben schenken, nicht so sind, wie er sich das sicher wünschen würde, sondern kommt noch einmal. Vielleicht hat er gewartet, bis alle Jünger beisammen sind, alle 11. Der eine ist tot, der Judas, aber die 11 sind noch da. Eine Gemeinschaft, die fähig ist, einander zu tragen und für die Sache Jesu einzutreten. Vielleicht hat Jesus darauf gewartet, dass der Thomas zu ihnen auch kommt. Das wissen wir nicht, aber ich mag das zu glauben. Das ist ein schöner Gedanke, dass Jesus auf uns Menschen wartet, dass er sich die Mühe hat, sich niederzubeugen in unserer Niedrigkeit und uns da abholt, wo wir gerade sind. Wenn du einen schlechten Tag hast, wenn dir etwas wehtut, wenn du kläglich gescheitert bist in deinem Leben, Jesus kommt zu dir, auch heute, an diesem Abend.
kommt er zu uns. Deswegen versammeln wir uns, damit wir von ihm genährt werden. An diesem Altar geschieht diese Verwandlung der Gaben, die uns Leben spenden, letzten Endes. Also es geht hier um den Thomas in dem Evangelium. Das eine, was man hier herauslesen kann, ist, dass Jesus auf uns wartet. Er wartet, bis du bereit bist, ihm nachzufolgen. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst es 10.000 Mal verpassen, wie er dich einlädt zur Nachfolge. Er kommt noch einmal. Das ist auch die Barmherzigkeit, die wir heute feiern. Noch viel wichtiger ist für mich, wie dieses Evangelium endet, wie Johannes das schreibt. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist und so weiter. In unserem Leben sehnen wir uns nach tollen Ereignissen. Und die gibt's auch in der Kirche. Wenn der Papst irgendwo hinfährt, da strömen Scharen von Menschen, weil sie etwas erleben wollen. Jetzt zu Pfingsten werden sich in Salzburg sehr viele Jugendliche versammeln. Ich wollte heuer auch hinfahren. Geht leider nicht. Das macht nichts. Aber auch dort strömen Menschen, weil sie dort was finden, was für ihren Glauben, für ihr Leben wesentlich ist. Wir suchen nach solchen Dingen. Aber ihr könnt es mir glauben oder nicht, das reicht nicht aus. Man kann zwar vom Event zu Event leben, da Halt erfahren, die Nähe Gottes, etwas, was dich im Alltag trägt, aber das reicht nicht aus. Weil das ist eigentlich nicht das Wesentliche, das ist der Höhepunkt vielleicht eines Jahres, so eine Veranstaltung, zu der du hinkommen wirst oder schon dabei warst. Aber dein Leben entscheidet sich woanders. Wenn du in der Früh aufstehst und der Kaffee nicht mehr schmeckt und auch keine Wirkung zeigt und du grantig deinen Freunden, deiner Frau, deinem Mann gegenüber bist, da entscheidet sich dein Leben. Nicht in Rom, bei der Heiligsprechung von irgendjemandem. Deswegen schreibt der Johannes, das ist sein Satz, den man sehr oft überliest, aber der ist sehr wichtig. Viele Zeichen hat Jesus getan. Und wir sehnen uns auch in unserem Leben nach solchen Zeichen. Jesus, zeige mir ganz deutlich, am besten auf seiner großen Tafel, was ich in meinem Leben machen soll, wie ich leben soll, welchen Weg ich wählen soll, wie ich mich verhalten soll. Diese Sehnsucht ist in vielen von uns. Nach solchen großartigen Zeichen, nach Wundern, an die man sich klammern kann. Und Gott gibt diese Zeichen. Jesus tat sehr viele, aber die waren nicht wichtig. Nur das, was die Evangelisten dann aufgeschrieben haben, das war wesentlich. Wie Jesus zu 5.000 Menschen gepredigt hat und die haben ihm gar nicht zugehört. 3, 4, 5 Stunden lang hat er geredet, langweilig. Niemand hat ihm zugehört. Das sieht man dann an den Scharen, die ihm nachfolgten. Es waren nicht so viele. Und die, die ihm nachgegangen sind, wollten ein Wunder sehen, geheilt werden oder sonst etwas. Nicht ihm nachfolgen. Also, prüfe dich selbst heute. Nach welchen Zeichen sehnst du dich in deinem Leben? Welche Wunder erwartest du? Bitte, dass sie geschehen. Warum nicht? Vielleicht schenkt Gott dir das. Aber Gott hat dir schon alles gegeben, was du brauchst. Ob du es glaubst oder nicht, du brauchst nicht mehr, als du hast. Das ist nicht so einfach, wie es hier klingt.
weil es bedeutet, dass du nicht darum bitten musst, Gott, dass er dir mehr Kraft gibt, dass du jetzt dein Leben bewältigen kannst. Nein, diese Kraft hast du schon, die du brauchst, um das zu bewältigen, was für dein Leben wesentlich ist. Und wenn du irgendwo scheiterst, ja, dann stehe auf und mach weiter. Du musst nicht um mehr Geduld bitten. Wenn du ein ungeduldiger Mensch bist, hat dich Gott so gewollt. Das ist dann auch dein Auftrag, deine Aufgabe, deine Ungeduld. Klingt schwierig, ist es auch. Da werde ich euch nichts vorgaukeln. Jesus nachzufolgen ist nie einfach. Aber merk es dir, Gott hat dir alles für dein Leben gegeben, was du brauchst. Du brauchst keine Wunde, du brauchst keine Zeichen. Seine Botschaft hast du gehört. Du weißt ganz genau, was in dem Evangelium, in den Evangelien steht. Und wenn du dich nicht erinnern kannst, nimm das Buch in die Hand, lies es noch einmal. Dann wirst du wissen, was du tun sollst, wie du dich verhalten sollst, wie du ihm nachfolgen sollst. Mehr brauchst du nicht. Und wenn du dann in deinem Alltag ihm nachfolgst, wie der Thomas, vielleicht mit vielen Fragen, unsicher, dann fahr zu der Veranstaltung, die dir Kraft gibt. Dann wirst du auch das bekommen, was dir Gott für dein Jahr geben will. Das ist etwas Schönes. Ich habe es immer mit Freude gemacht, an solchen großen Versammlungen teilzunehmen. Und ich sehne mich auch danach. Aber ich weiß, das ist etwas, was mir wichtig ist. Aber mein Leben entscheidet sich hier, nicht dort. Versucht es so zu sehen. Deswegen ist Jesus auch zu seinen Jüngern gekommen. Ohne Blitze und irgendwas, sondern er ist einfach puff. Und ist er da, trotz verschlossener Türen. Nicht spektakulär, ganz einfach und geduldig, sagt er dann Thomas, na schau dir das jetzt genau an, wenn du willst. Da hast du das, was du brauchst. Das war schon immer da. Lernen wir von Thomas, lernen wir von den Heiligen, die heute heilig gesprochen wurden, wie man Gott in aller Gelassenheit nachfolgen kann. Mit all den Gebrechlichkeiten, die einen prägen, die zu unserem Weg werden können, mit all dem, was uns auch dann Freude spendet für den Alltag, der manchmal doch mühsam sein kann. Ich lade euch dazu herzlich ein. Prüft euch, wonach ihr euch sehnt und schaut, wo ihr schon im Leben das eigentlich habt und es nicht bemerkt. Jesus gibt dir alles, was du brauchst.